Hallo meine Lieben, heute mal auf dem Sofa. Ich habe irgendwie heute Lust, dass ich es richtig bequem habe, weil ich schon ziemlich lange draußen mit Inlineskates unterwegs war und einfach merke, okay, ich hätte jetzt gern Bequemlichkeit. Ich wollte heute so eine kleine Frage wieder beantworten, eine Zuschauerfrage. Die wurde schon vor ziemlich langer Zeit gestellt und zwar war das, ob es mir immer gelingt, ruhig zu bleiben. Also auch wenn mich etwas aufregt, wenn mich etwas ärgert, wenn ich wütend bin, etc. pp. Und ich kann heutzutage sagen, ja, ich kann immer ruhig bleiben und ich bleibe auch immer ruhig. Ich bin kein Mensch mehr, der irgendwie laut wird, der jemanden anschreit oder irgend sowas. Nicht mehr heißt, dass ich das früher tatsächlich mal gemacht habe. Also früher war es dann so, wenn ich gemerkt habe, ich komme irgendwie nicht durch oder ich komme nicht weiter mit meinen Argumenten oder was auch immer, dass ich dann auch laut wurde, geschrien habe und ja. Aber es ist eben genau das. Also wenn jemand laut wird, natürlich kann man sich in eine gewisse Ekstase reden oder diskutieren. Das hatte ich jetzt auch mal mit jemandem, wo wir dann einfach irgendwie auch gemeinsam immer lauter wurden, das dann aber auch irgendwann gemerkt haben, wenn wir uns da irgendwie in sowas reingeredet haben, aber positiv. Aber nee, wenn man so laut wird in einer Diskussion, einem Streit, wenn man laut wird, um sich durchsetzen zu müssen, dann ist es sowas wie einfach Gewalt. Ja, also Gewalt ist keine Lösung und wenn jemand einfach dann irgendwann zuhaut, der hat halt keine Argumente mehr und so finde ich, ist es irgendwie auch mit jemandem, der schreit oder der laut wird, dass man einfach ja dann auf diesem Wege versucht, irgendwie sich durchzusetzen, auf diesem Weg versucht, irgendwie als Sieger aus dieser Diskussion, diesem Streit hervorzugehen. Und das ist generell eben nicht so mein Ziel. Also ich möchte nicht, dass irgendwer der Sieger und irgendwer der Verlierer ist, sondern ich möchte versuchen, dass beide Seiten einfach verstehen, was der andere mitteilen möchte, was der andere sagen möchte, verstehen, was in dem anderen vorgeht. Und deswegen ja, mag ich halt auch nicht irgendwie Streitigkeiten, an denen es nur um Vorwürfe geht oder herauszufinden, wer Schuld hat, wer mehr Schuld hat oder irgend sowas, sondern ich bin wirklich daran interessiert, dass man, wenn man sich gemeinsam unterhält, diskutiert, streitet, was auch immer, dass man dann auch zu einer Lösung kommt. Und ja, nicht unbedingt eine Lösung von wegen, okay, wir machen jetzt das, was du sagst, oder wir machen jetzt das, was ich sage, sondern eher dazu, dass man wirklich einfach versteht, warum hat der ein oder andere so reagiert, warum ist es vielleicht zu diesem Streit gekommen, was geht in der jeweiligen Person vor. Ja, Murka ist auch ganz harmoniebedürftig. Also da bin ich wirklich ein harmoniebedürftiger Mensch und finde es auch schade, wenn man dann so total auseinandergeht. Dass quasi ja einer der Verlierer und einer der Gewinner sein muss oder sein soll. Wobei ich in dem Fall dann auch lieber der Verlierer bin und nicht irgendwie mich so lange durchsetzen möchte, bis ich der Gewinner bin, weil es mir eben darauf nicht ausgeht. Aber mir ist eben schon daran gelegen, dass man einfach sich gegenseitig versteht. Natürlich gibt es auch Momente, in denen so eine Diskussion einfach nicht möglich ist. Ja, die Gegenpartei, wenn man es mal so nennen will, einfach wirklich überhaupt nicht offen ist, dafür zu reden, zu diskutieren, sich zu unterhalten. Und wenn ich merke, dass der andere nur auf Streit aus ist oder nur auf Konflikt, wenn der andere sehr laut wird oder aggressiv wird, dann bin ich eben auch die Person, die dann den Streit auch verlässt, die sagt, okay, das hat vielleicht gar keinen Sinn. Vielleicht ist es ja jemand, auch dem man einfach nur auf der Straße begegnet, oder jemand, der auch alkoholisiert ist oder sowas. Oder man merkt, okay, es hat in diesem Moment einfach keinen Sinn, weil vielleicht auch die Emotionen schon so hochgeschaukelt sind und dass man dann sagt, ja, jetzt gehe ich erstmal raus aus dieser Situation, dass jeder durchatmen kann, jeder runterkommen kann und dann greift man eben das Thema vielleicht nochmal auf, wenn es etwas ist, was wirklich geklärt werden sollte. Und manche Themen lösen sich aber auch schon von alleine auf, weil sie einfach vielleicht gerade ein temporäres Missverständnis waren oder jemand gerade irgendwie in einer schlechten Laune ist, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Also Möglichkeiten gibt es ja immer viele. Ja, Yoda ist ganz, ganz schmuselig und will Aufmerksamkeit haben, weil ich ja vorhin unterwegs war draußen. Ja, und nee, dass ich das letzte Mal laut geworden bin, ich wüsste nicht, wann das war. Ich bin dann eher jemand, der, wenn dann still wird, was ja auch, womit auch dann viele Leute nicht so klarkommen, was ich aber auch kenne. Also wenn ich mich versuche, mit jemandem zu unterhalten und der wird dann ganz still und sagt gar nichts mehr, ist es natürlich auch blöd.
Ich versuche kommunikativ zu bleiben, auch wenn ich wütend bin oder so. Es kann mittlerweile wieder auf jeden Fall passieren, dass ich weine. Also ich weine mittlerweile wieder ziemlich oft. Das ist bei mir einfach, sobald irgendeine Disharmonie ist, passiert es ganz oft, dass mir die Tränen oder ganz schnell, dass mir die Tränen fließen. Was ich aber wirklich gut finde, also ich natürlich wünschte ich manchmal, es würde nicht passieren, aber ich habe da so gar keine Kontrolle in dem Moment drüber. Ich merke aber, dass es einfach ein Zeichen von fließender Energie ist. Dass es ein Zeichen auch dafür ist, dass sich diese Disharmonie oder dieser Druck oder was auch immer gerade da ist, nicht in mir festsetzen kann. Und ich habe das lange jetzt gar nicht gehabt. Also ich habe das seit dem Tod meines Vaters so gehabt, dass ich nicht mehr wirklich weinen konnte. Und jetzt, wo ich wieder in einer Beziehung bin, und einen Partner habe, wo ich einfach spüre, okay, ich darf auch wieder schwach sein, ich kann mich auch wieder viel mehr fallen lassen. Seitdem ist da auch wieder eine Blockade gelöst, die mich dann auch einfach wieder weinen lässt und die das auch wieder zulässt, dass ich eben auch schwach sein darf. Und was wirklich sehr, sehr gut tut. Natürlich nicht immer, also manchmal denkt man sich auch, oh Mann, muss ich jetzt schon wieder heulen. Aber ja, das war bei mir früher so, dass ich irgendwie total nah am Wasser gebaut war und dann war es halt lange Zeit so nicht mehr so, dass es ganz komisch war. Und jetzt ist es wieder so und ich finde, es fühlt sich aber nicht unnormal für mich an. Also ich finde es eher angenehmer als andersrum, weil vorher konnte es sich dann einfach viel mehr anstauen. Ja, mich würde mal interessieren, wie das bei euch ist, wenn ihr in Streit seid, in Diskussionen, wenn euch was aufregt, wenn ihr wütend seid. Passiert es euch dann noch, dass ihr laut werdet? Wisst ihr, aus welchen Gründen ihr laut werdet? Und vor allem, bringt es denn was? Also das ist auch sowas, wo ich sage, es bringt nicht wirklich was. Das Einzige, was ich merke, was es früher gebracht hat, ist höchstens, dass der andere vielleicht dann eingeschnappt, eingeschüchtert ist oder gar keine Lust mehr zu streiten, also dass der Streit damit endet. Und man vielleicht gefühlt der Gewinner ist, das ist es aber gar nicht, ja. Und ja, an sich es macht es ja auch nicht besser. Also vor allem, wenn man dann noch laut wird und eben überemotional wird. Und dann steigern sich diese Emotionen des anderen ja meistens auch noch mehr hinein. Der fängt dann vielleicht auch daraufhin an zu schreien. Also für mich auf jeden Fall keine Lösung. Und ja, nee, so laut werden. Also ich kann die Katzen mal kurz anquäken, wenn sie mal wieder irgendwas machen, was sie nicht dürfen. Aber das war es dann auch schon. Und dann kuschel ich sie danach meistens auch schon und rief wieder mir ganz, ganz duzi mit ihnen. Und ja, also das ist echt nicht so meins. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte. Da muss man ja auch mal wenigstens mal die Stimme erheben, vielleicht auch in Notsituationen. Aber ich denke, dann werde ich es auch machen können. Aber so, wenn ich merke, es ist einfach etwas, was nur aus dem Ego herauskommt, was keinen tieferen Sinn hat und nein, dann mache ich das zum Glück nicht mehr. Aber ja, ich habe noch genug andere Defizite und wie gesagt, das Heulen ist auch manchmal nervig, aber laut werde ich zum Glück nicht mehr. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe auch, ich konnte die Frage damit gut beantworten und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut.